Hallo, ich begrüße euch zum Videotagebuch Nr. 35. Ja, ganz andere Montur, ihr seht's. Hat auch seinen guten Grund. Ich habe Besuch von Beck. Beck ist auch bei der Carb Squad zu Besuch. Warum jetzt diesen Aufzug, den ich hier jetzt anhabe? Aus aktuellem Anlass. Ihr kennt sicherlich die Geschichte von dem Christian Grasshoff mit Beck on Tour. Das heißt also, diese Tasche, dieses Beck geht durch viele Hände und jeder tut was rein. Am Ende wird die ganze Sache versteigert und das zu einem guten Zweck. Und der zweite Hauptakteur, der heute hier ist, hier, mein Hund, komm mal hier, Dicker. Komm mal her. Waldi vom Weißen Tal. Mein Jagdbegleiter. Jetzt wisst ihr aber um den Aufzug. Der kleine Racker hier hat's gut. Aber es gibt eine Menge Tiere, die gibt es nicht so gut. Und aus aktuellen Anlass hat der Christian Grasshoff eben auch das Spendenziel geändert. Nämlich der Erlös soll dem Tierheim Zerbst zugutekommen. Und im Tierheim Zerbst hat es letztes Jahr gebrannt. Und es sind viele Hunde, wo noch Katzen ums Leben gekommen. Und wenn ich mir vorstelle, dass der liebe Karl hier, der mir ein sehr, sehr guter Freund ist, umkommen würde in einem Feuer, würde das Herz brennen. Deshalb geht jetzt Beck weiter auf Reisen. Christian hat noch Termine frei, soweit ich das weiß. Also nutzt vielleicht auch die Chance, sprecht ihn an, damit ihr Beck bekommt und Beck eben auch füllen könnt. Damit am Ende auch recht viel Geld zusammenkommt bei der Versteigerung für das Tierheim Zerbst. Trotz alledem könnt ihr sicherlich auch so spenden. Die steht nämlich hier unten. Jetzt die Kontonummer, worauf ihr spenden könnt. Tut was Gutes, helft was, denn es geht nicht allen Tieren so gut wie dem kleinen Racker hier. Herr Dicker. Hm? Jo. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß am Wasser. Heute von meinem Kleinstgewässer, meinem Gartenteich, weil ich es einfach nicht anders geschafft habe, ans Wasser rauszukommen. Ich hoffe aber, dass trotzdem das für euch okay ist. Nutzt doch die Zeit. Jetzt gehen die Dicken ran. Und ich wünsche euch viel Spaß und fragt die Dicken, wie immer.